Walibi Holland. Genau. Bei bestem Wetter versuchen wir mal heute das Beste aus dem Tag rauszuholen. Es sind wieder viele Leute unterwegs. Mal sehen, wie sich die Wartezeiten halten. Es sind Ferien in Holland, ne? Eben, immer noch. Naja, aber bisher haben wir ja echt Glück gehabt mit den Wartezeiten. Stimmt, ja. Das stimmt. Demnach hoffe ich, dass wir heute auch wieder Glück haben. Und ja. Viel Spaß. Was machen wir als nächstes?
Ihr Lieben, das war unser Tag 5 auf unserer 7 Tage 7 Parks Tour. Heute waren wir im Walibi Holland. Genau. Ja, so ein kleines Fazit, Jungs, Mädels. Also der Kaffee-Refill lohnt sich. 4,95 für so einen Thermobecher und man kann den ganzen Tag Cappuccino, Kaffee, Tee nachfüllen, so viel man möchte. Sehr, sehr positiv. Gibt einen Daumen hoch. Vorne fahren. Unbedingt. Ja. Express auch. Die Warteschlange von Express, super. Sehr, sehr schön thematisiert, das wollte ich sagen. Auch ein guter Schockeffekt drin. Mehr verraten wir nicht. Und wenn, wenn ihr in den Ferien hier seid und in den Niederlanden Ferien sind, holt euch einen Fastlane-Pass. Genau. Es lohnt sich. Kostet 15 Euro. Reicht vollkommen aus. Da steht ihr dann quasi wie in den deutschen Express-Badlern auch die ganz normale Wartezeit mit an und könnt danach sofort wieder eine andere Attraktion reservieren. Aber über Smartphone. Ja, was sehr, sehr positiv ist. Nur bringt euch einen zweiten Akku oder so mit. Geht sehr schnell leer. Wir machen uns jetzt auf den Weg wieder nach Deutschland. Und zwei Parks stehen noch auf der Tour an. Ja. Toverland und der Moviepark. Und dann berichten wir wieder. Genau. Macht's gut. Ciao. Ciao.